trat im Januar 1932 in mein Leben. Seither hat er daran teil. Ich erinnere mich genau an den Tag und die Stunde, da ich diesen Jungen zum ersten Mal erblickte. Ursache meines größten Glückes und meiner größten Verzweiflung. Ich kann mich nicht genau erinnern, wann ich beschloss, Konradin zu meinem Freund zu wählen. Doch stand fortan für mich fest, dass er eines Tages mein Freund sein würde. Die nächsten Monate waren die glücklichsten meines Lebens. Der Frühling kam und das ganze Land schäumte von Blüten. Das Ende ließ nicht lange auf sich warten. Der Sturm, der im Osten und Norden aufgekommen war, erreichte auch Schwaben. Er wurde heftiger und wuchs zum Tornado und legte sich erst, als 12 Jahre später Stuttgart zur Hälfte in Trümmern lag. Du weißt, du bist mein einziger Freund. Und du weißt auch, dass du mir lieber bist als jeder andere. Wie kannst du glauben, ich schäme mich deiner? Die ganze Schule kennt unsere Freundschaft. Der lange, grausame Prozess der Entwurzelung hatte begonnen. Meine Eltern sind tot. Und sie sind, zu meinem Trost, nicht in Belsen oder Auschwitz umgekommen. Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen.